Glaube. Das war das Erste, was ich sagte auf dieser Erde. Aber ich sagte es zu einer Zeit, da ich noch nicht sprechen konnte und zu einer Zeit, da ich noch nicht glauben konnte. Als neugeborenes Kind. Ich habe damals ein schweres Gelöbnis darauf abgelegt, dem Teufel zu widersagen und Gott, den allmächtigen Schöpfer und Erlöser, zu glauben. Auf dieses Gelöbnis hin habe ich die Taufe empfangen und bin Christ geworden. Nein, was damals an meiner Stadt vom Paten gesprochen worden war, das halte ich nicht für bindend. Weil damals in meinem Namen versichert wurde, ich glaube, darum allein würde ich noch nicht glauben können. Weil damals in meinem Namen Aufnahme in das Christentum begehrt und dieselbe gewährt worden ist, deshalb allein würde ich noch kein Christ sein. Denn ich weiß nichts davon. Mit meinem Willen ist es nicht geschehen. Und mit dem Erwachen der Vernunft war ich frei. Begreifliches begriff ich, Unbegreifliches konnte ich glauben oder auch nicht. Und doch glaube ich. Und doch muss ich glauben, denn im Grunde hat auch der Vernünftige, der freie Mensch nicht die Wahl, ob er glaubt oder nicht glaubt. Entweder er weiß etwas oder er glaubt etwas oder glaubt es nicht.